herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe euch heute wieder was mitgebracht für George. Deswegen ist George schon hier. Der geht jetzt aber mal auf Seite, weil ich euch erstmal zeigen möchte, was wir heute zusammen hier gestalten. Und ja, was wir gestalten, ich nehme euch mit in eine Tutorial-Runde zu einer Pop-Up-Karte. Es ist nämlich so, dass ich diese Pop-Up-Karte am englischen Kanal gefunden habe. Sie ist sehr schön, allerdings ist sie ja auf Englisch, nicht so schlimm, nur auf in Inch-Maßen. Jetzt habe ich die gefunden, habe sie auf in Inch-Maße einmal nachgebastelt und danach habe ich sie mir, sagen wir, in Zentimeter geglättet. Geglättet in dem Punkt, dass ich hier krumme Maße begradigt habe, das Ganze ausprobiert habe und die Erklärung einfach jetzt auf Deutsch für euch hier habe. So, ich zeige euch mal, wie das ganze Schatzi ist. Und das Ding wird mir hier in George einziehen. Das ist eine Pop-Up-Karte, wo 8 Bilder, Fotos, Texte, Sprüche irgendwie aus der Karte springen. Schwupps. Diese Karte habe ich auch, oder mache ich gerade auch für ein Geheimprojekt, das ich beim letzten Video schon erwähnt habe. Demnächst ist es kein Geheimprojekt mehr, dann weiche ich euch ein. Das heißt, in dem Fall werdet ihr nochmal sehen, wie ich diese Karte mache für DIN A4. Hier haben wir es mit einer 15,5 mal, ich glaube 12 waren das, zu tun. Man kann sie breiter machen. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen was rausgucken. Ist mir jetzt egal, weil das Viech hier zieht in George ein. So. Wichtig war mir, dass ich euch dieses Video einmal drehe, wie das funktioniert, dass ihr von mir die Zentimetermaße bekommt. Und die Maße findet ihr in der Videobeschreibung. Da werde ich euch alle Elemente und Maße einmal aufschreiben. Wie ihr hier diese Karte gestaltet, ganz ehrlich, die schreibe ich euch nicht auf. Wichtig an der Stelle ist nur, dass eure Karte höher ist als das größte Ausfaltelement. Also das Ausfaltelement ist dieses, was dahinter steckt. Das ist das Erste, was wir zusammen basteln werden. Die Karte muss einfach höher sein als das Ding langes. Das ist die einzige Einschränkung. Dann darüber hinaus könnt ihr jede Größe von Karte nehmen. So, bei 15,5 ist der Mechanismus oben und unten komplett verschwunden. Von daher, ich kann das jetzt hier stundenlang machen und kann euch jetzt hier mit diesem Ausfallmechanismus begeistern. Ich habe es nicht erfunden, ich habe es einfach nur in Zentimetermaß übersetzt und erkläre es euch mit deutschen Worten, ein bisschen Spaß und den Maßen hier. Ein paar Tipps und Tricks sind dabei, an was man denken und an welcher Stelle man gucken muss, dass es halt auch funktioniert, dass man sich den Mechanismus hier nicht blockiert. Ja, und ihr werdet auch einen kleinen Fail am Anfang sehen, wo ich mich verbastelt habe und hier dieses schöne erste Element so krumm und schief geworden ist, dass ich es nicht benutzen konnte. Ist mir jetzt auch das erste Mal so passiert, dass das so krass schief geworden ist. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Ist auch egal. Ich habe es danach nochmal gerade gemacht. Und es funktioniert. Wie man sieht, der Mechanismus funktioniert. Ja, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann in guter Gelegenheit seht zu, macht das. Ich mache öfter mal solche Sachen. Ich freue mich sehr über Likes, Kommentare, über den Austausch. Ihr seid eine tolle Community und es macht total viel Spaß, hier in dem ganzen Junk Journal Segment mitzuwursteln. So, bevor ich mich jetzt im Kopf und Kragen auf und zufalte, nehme ich euch jetzt mit, wie ich das mache. Jetzt kommt erstmal die Erklärung, woher ich diese Karte überhaupt habe und was mich dazu bewogen hat, dieses Video zu machen. So, und los geht's. So, ihr Lieben, auf geht's, ab in die Bürstelrunde. Ich habe da mal was vorbereitet. Das fertige Ergebnis habt ihr ja gerade schon gesehen. Jetzt geht es darum, wie kommen wir da hin. So, also ich habe mir hier eine Doppelkarte schon mal vorbereitet. Ich habe zwar hier ein bisschen mit Kleber geschmiert. Ist nicht so schlimm, weil da sowieso was drüber kommt. So, im Endeffekt haben wir hier, ich habe mir das jetzt natürlich nicht aufgeschrieben, was ich euch hier erzählen wollte. Nicht so schlimm. Ich habe ungefähr 24,6. Das ist so eine Sache, von der Breite her könnte das halten wie ein Dachdecker. Wenn dann der Ausklappmechanismus abgedeckt ist und mit der knapp 13
pro Seite funktioniert das. So, und hoch habe ich jetzt irgendwie 15,5, ja. Also 15,5 mal 26 zusammengeklappt, kommen wir auf eine Klappkarte von ungefähr 12 cm und 15,5 hoch. Das reicht und funktioniert. So, dann, ihr müsst euch diese ganzen Maße, die ich euch jetzt sage, müsst ihr euch nicht irgendwie mitschreiben oder sowas. Die habe ich in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr dann einfach nochmal in Ruhe nachgucken, was ich hier alles so gemacht habe. Die Karte tue ich mir jetzt erstmal ein bisschen beiseite. Ich habe hier ein Stück, das ist 14 mal 5, alles in Zentimeter. Ich habe ja schon gesagt, ich habe ein schönes amerikanisches Video gefunden, alles in Inch. Und ich habe mir das ja umgerechnet und nochmal ein bisschen geglättet, weil 0,758 und so möchte ja eigentlich keiner messen. So. Egal, zurück zum Thema. 14,0, also 14 mal 5 cm und zwei Stücke 9 mal 5 cm. Mit denen arbeiten wir hier als erstes. So, nehmen wir uns das 14,5 cm Stück und ja, ihr lebt einfach mit dem, was ich hier auf meinem Schreibtisch habe. Wichtig ist, dass wir hier an der Stelle das Ding halbieren und Adam Riese weiß, 2,5 ist die Hälfte von 5, nicht? Das heißt, wir schnappen uns jetzt hier, legen uns das Geodreieck an. Das Geodreieck ist übrigens ein wichtiges Element bei dieser Karte. Also jedenfalls für mich. Ich baue den kleinen. So, wie ihr das hier einritzt, ob ihr jetzt einen Kugelschreiber nehmt, einen Eulen, oder ob ihr ein schönes Werkzeug habt oder ein Falzbrett nehmen wollt, ist euch überlassen. Auf jeden Fall mache ich mir hier bei 2,5 manchmal die Falz. Man sagt ja immer, hier aus Tälern werden Berge, ne? Also nehmen wir das Teil, was wir gekritzt haben, und machen daraus einen Berg. So, schwupp. Das wird hinterher so drauf liegen. Wir wollen jetzt die Mitte einmal abmessen von dem Ganzen. Also wir haben jetzt gerade eben 2,5 cm, also genau die Längsmitte hier getroffen. Und jetzt von den 14 ist natürlich hier bei 0 jetzt die Mitte. Deswegen liebe ich einfach das Geodreieck, weil man kann rechts, links die 7 sehen und dann weiß man genau, hier ist die Mitte. So, jetzt wird's lustig. Wir müssen jetzt nämlich mit dem Falzbein oder mit diesem, ja, wie heißt denn das Ding hier? Keine Ahnung. Wie auch immer es heißt, diesem Falzgerät wollen wir rechte Winkel haben. Und zwar rechte Winkel von unserer Mittenfalz, unser Mittenknick hier, und das über den Mittelpunkt. Mit Sicherheit kann man sich das auch irgendwie ausrechnen und so weiter und so fort. Ich habe da keinen Bock drauf, das heißt, ich lege hier meinen 45 Grad Winkel genau auf die Kante, auf meine Knickkante, und dann ziehe ich mir hier rüber. Und das gleiche mache ich auf dieser Seite auch, das heißt, jetzt kann ich es mir sogar noch leichter machen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, dass ich mir die Nulllinie auf meine gerade gezogene Falz packe, bis zu meinem Mittelpunkt rutsche. Und dann kann ich mir mit dieser Linie hier, mit meinem 45-Grad-Winkel, kann ich mir hier noch mich quasi korrigieren, dass ich auf meiner mittleren Längsfalz unterwegs bin. So, ups, jetzt bin ich ein bisschen verrutscht. Mache mir nochmal ein bisschen, ich habe noch nicht so dolle zugedrückt, ganz gut so. Wenn ihr hier falzt, drückt auf euer Lineal oder Geodreieck. So. Irgendwie sieht das. Naja. Manchmal sieht es so aus, als ob es vielleicht nicht richtig funktioniert haben könnte. Das kann man gleich auch noch korrigieren. Also, ich spreche in Rätseln, ich weiß. Nicht weiter schlimm. Wir falzen jetzt erstmal diese Falzen nach. So, der Plan ist, dass man das dann so einknicken kann. Und hier, spätestens jetzt, wenn man das hier aufeinander drückt, sieht man, ob man richtig gemessen hat oder nicht. Ich habe ziemlich richtig gemessen, weil die beiden hier müssen aneinander stoßen, ohne sich zu überlappen. Dürfen aber auch nicht so einen Spagat machen. So. Mann, meine Schreibtischunterlage sieht herrlich aus.
Aber Leute, ich bin den ganzen Tag schon am Machen. Wobei, wenn ich mir das ja recht angucke, bin ich doch tatsächlich etwas verrutscht. Wisst ihr was? Das ist mir hier gerade ein bisschen zu heikel. Ich guck mal eben, ob ich das noch einmal schneide. Ja, mache ich. Ich schneide mir das noch mal, weil ich habe mich irgendwo hier... Dann habe ich mich gerade ein bisschen verrutscht. Das ist nicht weiter schlimm, denn die Schneidemaschine ist im Anschlag sozusagen. So. Ich ziehe mir hier meine 14 cm von der Schneidemaschine. Also ich habe hier so eine Guillotine. Und dann hole ich mir die 5. Gerade ich mir ein bisschen größer als 5, was ich hier habe. Wir brauchen aber genau 5. So. Na komm schon. Ein Tipp bei der Guillotine, drückt auch da auf diese Plastiklasche hier mal drauf, wenn ihr was schneidet. Sonst rutscht euch das Arbeitswerkzeug darunter weg. So, machen wir das Ganze nochmal. Wie gesagt, ich habe vieles vorbereitet, auch die Fehler. Dementsprechend könnt ihr hier live miterleben, dass nicht immer alles perfekt rund läuft. Ist auch nicht schlimm. Wenn ihr mitbekommen hättet, wie ich da vorhin rumgewerkelt und rumgewurschtelt habe, um das Ergebnis zu bekommen in Zentimetern und dass das funktioniert und vernünftig aussieht. So. So, ich bin jetzt, glaube ich, ein bisschen so, dass hier wollte ich so machen, genau. Kommen wir wieder zur Mitte. Das Spiel hatten wir eben schon mal, ne? Und Leute, ich mache hier nicht das Video aus, nur weil ich einen Fehler gemacht habe und sage, oh, ich muss nochmal was korrigieren. Das kriegt ihr jetzt einfach alles mit. Ist auch nicht weiter schlimm. Ich stehe dazu. So, Mitte anpeilen. Mal die Nase ein bisschen ranhalten. So. Ja. So wird es eine Party. Da wird ein Schuh draus. Das funktioniert. So. Jetzt wieder das Spiel mit der Nulllinie auf meine Falz. Kann man die Linie vernünftig sehen? Oh, halbwegs, ne? Wenn ich jetzt noch näher ranzoome, dann wackelt danach das Bild wieder so doof. Und meine Kamera ist manchmal nicht so zoomfreudig, sag ich mal. Oder nicht wieder anti-zoomfreudig. Das heißt, wenn ich wieder rauszoome, dann kriegt sie das manchmal nicht mehr hin. So, jetzt falze ich mir das hier. Schwupp. Erstmal ein bisschen locker, um mal zu gucken, ob das funzt. Komm schon, da ist die Falz. Ich habe hier ein Craft Paper genommen. Ich glaube, das müsste, wenn mich nicht alles täuscht, ein 230er sein. 230er Craft Paper. Ja, jetzt sieht das auch viel besser aus. Ja, ich muss eben irgendwie verrutscht sein, keine Ahnung warum. So, nun nehmen wir hier das Falzbein und machen mal die ganzen Falzen hier richtig platt. In allen Himmelsrichtungen. So, hier in der Mitte auch mal ein bisschen. Andere Seite genauso, weil das muss nämlich nachher geschmeidig auf und zu gehen. So. Das heißt, wir haben jetzt hier das Ding, was hier so auf und zu geht. Da, 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 da. Kleiner Trick am Rande, habe ich nämlich vorhin auch erst in diesem Video gesehen. Total cool. Knipst die Spitze ab. Dann könnt ihr gleich die Mitte sehen. Ich spreche wieder ein Rätsel. Die Mitte. Welche Mitte? Hier hatten wir die Mitte. Alles hat eine Mitte. Hier auf dieser Karte brauchen wir die Mitte, um das Ganze harmonisch und fein hier einzubauen. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier die Mitte erwischen. Ja, sieht ganz gut aus. Und hier kommt es tatsächlich nicht auf Millimeter an, ne? Aber auf so einen halben Zentimeter schon. So. Haben wir mal so einen Punkt dahin gemacht. So, und jetzt kommt die erste Rutsche Kleber ins Spiel. Ich bevorzuge Kleber mit dem Pinsel zu benutzen. Das macht für mich viel Sinn, weil ich da sehr präzise mit kleben kann. Ich habe hier verschieden breite Pinsel, einen sehr breiten, wirklich für Oberflächen, für richtig große Flächen, einen mittleren und den hier, der hat... Keine Ahnung, wie breit der wirklich ist, aber er ist auf jeden Fall schmal genug, um
solche Arbeiten zu übernehmen. So, also ihr seht, wir brauchen das Ding gleich, um hier diesen Punkt zu finden. Jetzt machen wir das erstmal so, dass wir die beiden Dreiecksflächen hier einpinseln. Ja, wichtig ist echt, nehmt ein Geodreieck und seht zu, dass ihr da einen rechten Winkel hinkriegt. Also das ist ein rechter Winkel, logischerweise, denn die anderen vier auch. Dann funktioniert der Mechanismus auch. Wenn ihr da irgendwie rumkrepelt und die Linien schief sind, so wie ich das eben da hingekriegt habe, dann funktioniert der Mechanismus nicht richtig. Es ist schief und krumm, das Ding sieht echt mistig aus, dann das macht keinen Spaß. Und daher, wenn ihr dieses Ding hier erstmal richtig habt, dann habt ihr schon mal die halbe Miete. Das ist das Wichtigste von allem. So. Genug der Predigt. Draußen schreit ein Vogel. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt. So, jetzt peilen wir hier einmal die Mitte an. Wo ist sie? Da. Dort den mittleren Punkt. Und jetzt ziehen wir diese Linie, die Falzlinie auf die Falzlinie. Und oben genauso. So, die beiden Dreiecke hier müssen jetzt hier wohnen. Wohnen bleiben auf ewig. Das Schöne an diesem Kleber, unbezahlte Werbung, ich benutze den Funkelkram-Kleber. Das Schöne an diesem Kleber ist, der ist ziemlich zügig trocken. So, ihr seht schon, Mechanismus mechanisiert, funktioniert, er lässt sich falten. Was immer mal Sinn macht, ist, wenn ihr die Karte zwischendurch zumacht und einfach mal von außen noch andrückt. So, Mechanismus 1 funktioniert, ich lege es erstmal zur Seite. Nun haben wir die beiden 9 cm Stücke. Und hier ist es so, dass wir erstmal 2 cm abmessen und 2 cm Falz machen. Dann müssten noch 7 cm übrig bleiben. Also 3,5 mal 3,5. Jo, funktioniert. Machen wir hier nochmal 3,5. Haben wir noch irgendwo? Kann man das abmessen? Schön, also hier ist auch sehr hilfreich, wenn man unten zweimal die 3,5 anlegen kann. Also hier seht ihr, dass ich unten jeweils die Kante treffe und dann die Seite. Das heißt, mein Strich, den ich mache, der wird auch waagerecht werden. Weil auch da kann man sich, ja, sag mal, vergaloppieren. Klingt doof. Auch hier kann man, wenn man einen schiefen Strich macht, wird es dann ein bisschen murksiger. Sag ich mal vorsichtig. Jetzt kommt das große Aber. Hier ist das nicht ganz so schlimm. So. Dann einmal falten. Ja, aus Zielern werden Berge. Schwupps. Und müsste die Hälfte treffen. Wenn man hier nicht ganz präzise ist, der Mechanismus funktioniert trotzdem. So, genau. Wir nehmen den so rum. Jetzt jault ein Kater vor meiner Tür. Dann muss ich den Kater wirklich reinlassen. Oh, Romy, du kommst immer dann, wenn ich Videos drehe. Was, im letzten Video warst du auch schon? Komm rein. Ach nee, ist Terry. Auch ein rotes Katertier. Das ist mein Stuhl. Such dir einen Katzenplatz. So. Terror Cat. Du hast dich getarnt wie dein Bruder, ja. Romy ist der Gechillte, der sich einfach irgendwo hinlegt, sich kurz streicheln lässt und dann chillt er den Tag. Terry, Terrence, Terror Cat, ja, Mau, ist der Geschwätzige, der bespaßt werden möchte. Ne, Anna Kater? Du möchtest bespaßt werden. Ich habe jetzt aber gar keinen Katerspaß übrig. Ich drehe ein Video. Wenn du als jammernder Kater Teil davon sein möchtest, dann mach weiter so. Und wenn jetzt jemand auf die blöde Idee kommt, ich gebe meinen Katzen nichts zu essen,
Die Herrschaften haben ausreichend gespiesen. Nee, auf dem Tisch ist jetzt eine blöde Idee. Außerdem bist du irgendwie ein bisschen nass. Das wäre jetzt für mein Bastelprojekt echt ungünstig. Ja, pack dich mal irgendwo hin, Süße. Oh, armer Kater. Armer kleiner Kater. So, also wir wollen das wie so eine Schale haben. Jetzt brauchen wir wieder eine Mitte. Eine Mitte ist gefordert, und zwar hier. So, 5 breit, kommt hin, 2,5. Machen wir hier einen Punkt in der Mitte. Ja, mau. Sorry, hilfst du mir bei der Mitte? Kannst du in die Katzenhöhle gehen? Ich habe hier Katzenschlafplätze ohne Ende. Ich glaube, ich habe im letzten Video schon mal erwähnt, als Rumi hier rumgetigert ist. Man kann sich wunderbar überall niederlassen. So, wir haben... falls ihr irgendwo drauf malt, so wie ich hier gerade. Egal, das wird eh überdeckt, das sieht man hinterher nicht mehr. Jetzt schneiden wir bis zu dem Punkt. Schneiden quasi die Falz raus. Das heißt, wir machen hier so einen kleinen Schlitz. Nicht nur einen Schnitt, sondern einen Schlitz. Und Terry spielt schöner wohnen. Ja, du hast einen Karton gefunden. Ich weiß, habe ich extra für dich stehen lassen. Ja, mau. Was möchtest du mir erzählen, mein Hase? Die Welt ist schlecht und du hast noch Hunger? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wo du gerade draufgesprungen bist. Ich glaube, ich finde es nicht gut. Ich hätte gleich einschneiden können. Also, im Großen und Ganzen... brauchen wir das so. So ineinander stellen. Schwupps. Schätzelein, was ist dein Problem? Wenn das nicht hundertprozentig passt, wenn ihr merkt, dass irgendwas absteht, macht den Schlitz ein kleines Stückchen größer. Da muss man ein bisschen fummeln. Dann klappt das schon. Ja, ein bisschen mitfummeln. So, also es muss hier bündig sein. Du möchtest hinter mich kommen. Ach du Süße. Komm her. Ja, jetzt ist mein Stuhl halbiert, weil ein kleiner Kater hinter mir liegt. Aber gut. Es ist ja so kalt aktuell. Jetzt habe ich so einen Katerflusen hier. Es ist so kalt aktuell. Nein. So. Ihr seht schon, ich habe nicht hundertprozentig perfekt geschnitten. Das ist hier ein Millimeter größer. Das ist nicht so schlimm. Also mit solchen kleinen Unsauberkeiten kann man leben. Wenn jetzt jemand ankommt und sagt, oh mein Gott, das ist viel zu viel. Ja, komm, für euch mache ich es nochmal ein bisschen schmaler. Also eigentlich tut das nichts. Ein Millimeterchen. Die Kartenbastler würden jetzt sagen, oh, unsaubere Arbeit. Ihr habt da recht. Habt da recht. Ich habe rumgefuscht, ich gebe es ja zu. Nicht so schlimm. Jetzt habe ich den ganzen Millimeter geklaut, jetzt passt es besser. So. So, ihr habt jetzt quasi hier so ein Kreuz, ne? Und das soll auch so rumflappen, wie es das tut. Jetzt gibt es eine kleine Hilfe, und zwar Scotchtape. Oder wie jedes beliebige Klebeband, scheißegal welches. Ich mag das einfach, ich habe das in meinem Schreibtisch, weil es einfach dafür sorgt, dass es unsichtbar ist. Das gefällt mir daran sehr gut. So, also der Plan hier ist, dass ich das senkrecht übereinander bekomme und es sich hier nicht wegbewegt. So, und dann kann man das nämlich hier umklappen und dann fixiert man die offene Seite, also die, wo der Schlitz ist. So, dann klappt man es wieder zurück, also dass das nicht hin und her wabbelt, weil sonst rutscht einem das ständig hin und her und rutscht dann teilweise auch aus den
aus der Senkrechten raus. So, wie es das gerade hier tut, rutscht es aus der Senkrechten raus. So, es wird einfach nur ein bisschen fixiert werden. So, das heißt, diese kleinen Klebestreifen sieht man hinterher nicht mehr. Einfach nur mal festhalten, ne? So, schwubbeldiwupp. Jetzt brauchen wir wieder unsere Karte. Ja, die wälzt sich ein bisschen, weil ich mich vorhin erdreistet habe, dort die Papiere drauf zu machen. Das ist aus dem Forest-Papier von Stamperia. So. Wenn ich alles perfekt richtig gemacht habe, passt es drauf. Und zwar 1:1. Wenn da ein Millimeterchen Luft ist, grämt euch nicht, es macht nichts. Wichtig ist, dass ihr es, sag ich mal, senkrecht, also so gut passend wie möglich drauflegt. Und selbst wenn hier ein Millimeterchen Luft ist, hier zum Beispiel, ihr seht, Moment, ich muss ein bisschen höher rutschen. Ihr seht hier, dass ein ganz bisschen übersteht, genauso wie oben, es ist ein Millimeter. Es ist egal. Nun ist der Kleber wieder. Der Kleber wieder gebraucht. Und zwar klappen wir jetzt den Teil runter. Zum Vorschein kommt. Hier unser gefalztes Stück. Oben links kommt jetzt Klebstoff drauf. Und zwar nur auf dieses, ja, ist kein Quadrat, auf dieses Rechteck kommt Klebstoff drauf. So. Ja, diese Videobeschreibung wird ein bisschen länger. Weil, ja, Terry? Ja, mau. Ich sag ja, der geschwätzige Kater. Ich kann jetzt nicht aufstehen. Ich bin jetzt hier wichtige Sachen am Kleben. Die musste ich jetzt gedulden, wenn du wieder raus willst. Jetzt ist mir das hier ein bisschen nach links verrutscht. Ups. Bisschen Spiel hat der Kleber. So. Ja, mau. Gleiches Vorgehen machen wir jetzt hier unten. Klappen die unteren Lasche wieder hoch. Jetzt wird unten rechts ein Kleber eingepinselt. Genau dieses Rechteck. Liebes Terrorkätzchen. Ja, jetzt hat er sich irgendwo hingelegt, das ist sehr gut. Ist ja auch süß. Wir nennen ihn nur Terror Cat, weil er einfach immer so viel quatscht. Und auch wenn gekuschelt wird, dann wird sofort gekuschelt. Sofort. Da wird nicht lange diskutiert, da muss gekuschelt werden. Und er fordert das dann halt auch ein. Aber er ist ein super, super lieber sozialer Kater, der noch nie gekratzt oder gebissen hat. Das Einzige, was man wirklich nicht machen sollte, ist, ihm Tabletten zu verabreichen. So, nun gucken wir mal. Dieser Kleber zieht ziemlich schnell an, das ist gut, gerade auf diesem rauen Craft Paper. Wenn ich das jetzt bewege, seht ihr, es kommt hoch und dreht sich. Okay, ich bin jetzt vorsichtig, dass ich mir das hier nicht auseinanderziehe, wenn er sehr, sehr stabil hält. Und ihr seht schon, es faltet sich zusammen. Zu Anfang, wenn man das erste Mal macht, muss man ein bisschen nachhelfen. Und greift hier einmal rein und drückt so ein bisschen mit. Also. Einmal ein bisschen nachhelfen. Dann von oben nochmal richtig drücken. So, und ihr werdet sehen, der Mechanismus geht dann ganz einfach. Ich zeige das mal von der Seite. So bewegt sich der Spaß dann. Also, schwupps. Schwupps. Da-da-da-da. Fertig. Ich lasse mal kurz das Terroristenkätzchen raus und ich lege die Karte zur Seite, weil jetzt gleich der nächste Schritt kommt. Ja, nicht, ja, kommt mit. Du hast was anderes vor, also tschüss. Viel Spaß. Wahrscheinlich möchte er gleich wieder rein. So, ich gucke mal eben auf die Zeit. Wir sind schon 25 Minuten am Start. Wow. Mal gut, dass ich ein bisschen was vorbereitet habe. Also einerseits brauchen wir
hier solche kleinen Streifen. Ich habe auch Craft Paper genommen. Ihr könnt auch eine stabilere Pappe nehmen. Wenn ihr Craft Paper oder ähnliches nehmt, braucht ihr 8 Stück und doppelt die. Die habe ich schon zusammengeklebt. Und zwar sind die 6 x 1,5 cm. Das heißt, im Endeffekt braucht ihr 4 Streifen oder halt 8, wenn ihr sie aufdoppeln müsst. Ich muss sie aufdoppeln, deswegen habe ich hier 8. Na, Cardstock oder auch Craft Paper müsst ihr halt einfach aufdoppeln. Wenn ihr eine stabilere, dickere Pappe habt, müsst ihr das nicht. Aber das, also diese Streifen hier müssen schon einiges aushalten und dürfen auch nicht irgendwie rumeiern, wie ich gerade mit meinem Pinsel. So, ja, das ist der Grund, warum ich immer überall Kleber habe. So. Und ich habe auch immer eine Stelle, wo ich diesen Kleberabrieb sammle und dann immer wieder entsorge. So, ihr seht, ich habe jetzt hier 4 kleine süße Streifen. 4 kleine süße Streifen. So, jetzt hole ich meine Karte wieder. Es geht weiter mit der Klebeaktion. Wir nehmen Streifen Nummer 1 und geben Streifen Nummer 1 eine halbe Klebung. Das heißt, es wird einfach zur Hälfte mit Kleber eingeschmiert. Ihr könnt es auch ein Drittel einschmieren und dann vernünftig drunter pappen. Das ist auch wurscht, aber nicht mehr als die Hälfte auf jeden Fall. Da werden wir mal nicht so päpstlich sein. Ein bisschen gerade wäre ganz nett. So, und nun, ich zeige euch die Pappe mal von unten. Also, ihr guckt jetzt unten unter diesen Kartenmechanismus. Jetzt müsst ihr von der Mitte nach links. Also es kommt jetzt ganz unten drunter, unter das letzte Stück hier. Und zwar links von der Mitte. Lasst ein Stückchen Platz zwischen der Mittellinie hier. Die seht ihr in der Karte, ne? Ja? Die Knicke. Springt ein bisschen Richtung links, Richtung Kante. Lasst aber auch von der Kante ein bisschen Platz. Und auch hier gibt es kein Maß direkt, wie viel oder wie wenig Platz da gelassen werden muss. Ich habe gerade gesagt, Terry will wieder rein, ja? Jetzt sitzt der arme Kerl jaulend vor der Tür. Wenn ich dich jetzt reinlasse, legst du dich dann hin? Ich glaube, das hier ist ja. Übrigens, an meiner Tür steht ein Schild, das heißt On Air. Das heißt, keiner stört. Kannst du nicht lesen? Du bist schon süß, du. Ja, du bist süß. Ja, mau. Wenn du was zu essen haben möchtest, der Mann ist auch unten. Ja, genau. So, zurück zu unserem Pappstreifen. Das Video wird 10 Minuten länger, weil Terry herumgeistert. Ich drehe es um und wiederhole den gleichen Spaß. Wieder Pappstreifen zur Hälfte an. Einmanschen hier. Macht es nicht zu dick, sonst braucht der Kleber so lange. Wenn man diesen Kleber, wahrscheinlich auch den Kleber, den ihr benutzt, wenn man den, sag mal, gut verstreicht und gut andrückt, dann geht das relativ fix. So, auch jetzt wieder. Ne? Ihr seht die Mitte. Geht von der Mitte ein Stück rüber Richtung Rand. Na komm schon. Und dann senkrecht. Auch hier, Leute, ihr müsst nicht jeden Furz und Feuerstein messen. Das funktioniert schon. Wenn es nicht hundertprozentig senkrecht ist, ist das nicht schlimm. So, zwischendurch probieren wir mal unseren Mechanismus aus. Das ist nämlich ein Drehmechanismus, wie ihr seht. Diese beiden Pappstreifen drehen ein. Brauchen wir nachher wieder. So, next. Wieder zur Hälfte einmatschen. Schätzelein, pack dich hin. Du bist Teil des Videos mit deinem Gesang. Ja. Ja, was denn? Dein Bruder hat sich vollgefressen und schläft jetzt. Und dir ist langweilig, ne? So, der dritte Pappstreifen. Der kommt jetzt. Ja, ich zeig mal mit dem. Dem Dingsen, der kommt dahin.
unterhalb dieses Kreuzes, also hier in diese Lücke. Da kommt er jetzt. Und auch hier wieder weg von der Mitte. Ein Stückchen wenigstens. Dass hier die Mitte vernünftig arbeiten kann. Und wieder versuchen, das Ding möglichst senkrecht da dran zu kleben. Und gut andrücken. Jetzt dreht ihr das Teil wieder und ihr könnt euch wohl denken, was jetzt passiert. Auch dieses Ding kommt hier auf die linke Seite. Ich habe noch nicht versucht, das Teil spiegelverkehrt zu bauen, dass es in die andere Richtung rotiert. Das ist aber nichts mehr für heute Abend. Auch hier wieder weg von der Mitte in diesen Bereich reingelegt. Ein bisschen. Na, komm schon. Ihr könnt den auch hinlegen und dann ein bisschen zirkeln. Ihr müsst allerdings schauen, dass kein Kleber irgendwo rausdrückt und irgendwas anderes festklebt. So. Das gilt aber bei jedem Bastelschritt und das kennt ihr ja auch. Ja, wir haben bestimmt schon mal eine Karte gebastelt. So, ja, das kratzt jetzt da so ein bisschen. So, ihr seht, dieser Mechanismus fluppt. So, Mechanismus zur Seite. Ich habe da mal was vorbereitet. Nun kommen die kleinen Schatzis 7 mal 4,5 und davon 8 Stück. So. Zack. Einen habe ich euch übergelassen zum Gucken. Also 7 mal 4,5. Und das Ding hier habe ich 6x4 gemacht und klebe das jetzt drauf. Ihr könnt es auch noch ein bisschen höher machen. Also ihr könnt auch 4x6,5 machen, dass ihr oben und unten genauso wie rechts und links nur ein ganz bisschen frei habt. Terry, du lenkst mich ab. Stell mal vor, ich verbastel mich jetzt. Oder klebe dich mit auf oder so. Was sollen die Leute denn denken? Was sollen die Nachbarn denn denken, Terry? Das hat gewirkt. Ja, Terry spielt immer mit dem Nachbarskater, wobei ich noch nicht ganz sicher, ob die wirklich spielen oder ob die noch dabei sind, sich immer zu beschnuppern. Katzen haben ja auch Dominanzverhalten und Rangfolge und so. Und Terry, da spielt sich schon ganz gut auf wie der König der Siedlung. Ja. Terroristenkätzchen. So. Also. Wichtig zu wissen bei diesem Kärtchen ist, erstmal zu gucken, habe ich die Schrift richtig? Jo. Zwei davon sind senkrecht, der Rest ist waagerecht. Ich hatte irgendwo noch eine senkrechte Karte. Waagerecht, waagerecht, waagerecht. 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 Du bist noch senkrecht. So, wie rum? So. Powerful. Cheerful. Irgendwie, was steht da? Genau, das sind meine beiden Senkrechten. Das sind die Waagerechten. So, die beiden Senkrechten kommen zum Schluss. Ich arbeite jetzt erstmal mit den Waagerechten. So, ja, kann man weg. So, wir haben immer noch unsere Karte. Jetzt müsste man gucken, wo oben und unten ist, weil, also wenn ich sie jetzt drehe, sie funktioniert gleich, egal wie rum ich sie mache. Ich habe aber hier Schrift drauf und es wäre äußerst ungünstig, wenn ich diese Schrift jetzt auf den Kopf setze. So. Hui. Wir gucken mal, wie wir das arrangieren. Das ist nämlich so, dass vier übereinander sind und zwei so ein bisschen angeschrägt. Das heißt, ich muss mir jetzt erstmal gut überlegen, in welcher Reihenfolge mache ich was, weil ich hier unterschiedliche Motive drauf habe. Also unterschiedlich viel Himbeere und so. Ja, die beiden in der Mitte sieht man am deutlichsten. Da möchte ich, glaube ich, die haben. Glaube, die möchte ich hier oben haben. Und die hier unten. Ja. Oben unten. So, was mache ich noch mit in die Mitte? So rum. Alles ein bisschen rechtslastig von den Himbeeren hier aus. Naja, egal. Ich glaube, das sieht ganz cool aus. Ich habe ja auch noch ein paar Sprüche, die ich verteilen möchte.
Oder vielleicht, ich guck mal. Da gucke ich mir gleich mal durch an. So. Wir fangen an. Diese Fläche hier. Oh, diesen kleinen Flap hier. Die kleine Flap-Fläche. Flap-Fläche. Einzubalsamieren mit Kleber. Und dabei ist die obere Kante die wichtigste. Die untere Kante nicht so. Da könnt ihr ruhig ein bisschen sparsam sein oder weg von der unteren Kante bleiben, weil man nämlich ein klein bisschen Lücke lassen sollte. Weil wenn die Karten beim Klappen zusammenstoßen, dann rutschen sie sich eh die Lücke zurecht. Das wäre dann blöd, wenn man dann Kleberstreifen hat. Also von daher machen wir das so, dass wir... Wie war das jetzt? Welche würde ich denn jetzt nehmen? Die wollte ich nach oben packen, ne? Ja. Genau, dann kommt die. Ja, alles klar, ich bin wieder im Bilde. So, und jetzt peilt ihr hier die Mitte an. Wie gesagt, ihr könnt das alles ausmessen. Ihr könnt es aber auch einfach freihand machen, so wie ich. Und ihr lasst in der Mitte so ein Mühe, so ein Fingernagelbreit Platz. Also hier, den Streifen meine ich. Also wirklich so ein Fingernagelbreit, ne? Nicht 2 mm oder so. Ein bisschen. Teil 1. Jetzt kommt das Ding da drunter. Genau der gleiche Spaß. Lasst ihr wieder den Fingernagelplatz zur Mitte hin. Was möchte der kleine Hase mir sagen? Er liegt vor der Tür und quakt. Wenn ich die Tür aufmache, möchte er aber nicht raus. Ich weiß, dass ich gutes Abendessen gefüttert habe. Er hat nicht so mega viel gegessen. Ja, das stimmt. Ja, der wie ich weiß. Das ist halt richtig von der Schrift her. Ja. Das mit der Schrift passt. So, man nähert sich hier an. Und das meine ich jetzt hier. Seht zu, dass ihr hier Mühe, Platz zwischen den Karten habt. Und schaut hier auf die Kante, dass die zusammenpassen. So. Eigentlich ist das Ding total einfach, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. So, das klappt jetzt mit. Oh. Solltet ihr eh nach jedem Arbeitsschritt oder spätestens nach jedem zweiten Mal prüfen, klappt der Mechanismus noch? Sprich doch bitte in ganzen Sätzen, dann kann ich dir vielleicht helfen. Ja. So, jetzt kommt der nächste Streich. Und zwar nehmen wir jetzt die obere Fläche. Hier, ihr seht die. Wieder schön mit Kleber einbalsamieren. Und jetzt kommt hoch. Verdammt, nicht auf mein Motiv. Das war ungünstig. Wenn ihr hier so einen kleinen Überstand habt von einem Millimeter, dann könnt ihr den quasi mitberechnen, wo die Karte drauf kommt. Aber obwohl, die steht da eh ein bisschen über. Also von daher macht euch keinen Kopf da drum. Jetzt wollen wir nämlich genau an diese Falzkante dran. Da kannst du gerade nicht hin. Du kannst hier hinter mir auf den Stuhl. Ja, kannst du wirklich. Der feine Herr wollte nämlich gerade ins Bild hüpfen. Das ist aber ungünstig, wenn man Dreckpfoten hat und hier auf meiner Bastelei rumspringt. Das finde ich nicht gut. Ja, meine ich wirklich ernst, dass ich das nicht gut finde. Leg dich hier irgendwie hin. Komm hinter mich auf den Stuhl, pack dich dahin. So, jetzt welche wollte ich jetzt nehmen? Diese hier, ne? So. Ach, jetzt klappt es wieder hoch. Klappt es wieder um, dass ihr das hier wieder miteinander senkrecht bekommt. So, das kann man bestimmt auch total wild machen. Das muss ich aber erstmal ausprobieren, bevor ich jetzt hier anfange rumzufuschen. So, jetzt klappt das mit. Ja, es klappt. Was denn das Wort ist? Es klappt. So, nächstes Spiel hier unten. Unteres Stückchen.
Schmuckkleber hier einstreichen. Und dann auf die Schrift achten. Und auch hier an die Falzkante dran, nicht drüber. Wichtig, wichtig, nicht drüber. Na, also achtet wirklich drauf, dass er nicht über die Falzkante rüberkommt, weil sie muss nämlich hier hochklappen. Von daher schaut einfach wirklich danach, dass es senkrecht wird. So, also alles miteinander, das wird eh so ein bisschen locker, also auch hier, ne, Leute, Millimeter, ihr wisst. Es klappt und klappt und klappt. So. Nun kommen wir zu den Senkrechten. Ich mache jetzt mal so rum, weil hier sind schon so viele Himbeeren unterwegs. Ich mache die jetzt dahin. Fangen wir mit der Seite an. Mit der linken. Und jetzt wird erstmal mit Kleber eingeschmiert, das was man sieht. Also man kann auch wirklich bis fast an die Kante theoretisch mit Kleber gehen, das ist okay. Sobald ihr so weit seid wie jetzt, ist euer Mechanismus jetzt ziemlich robust, wenn ihr anständig dickes Papier gewählt habt. So, jetzt wird es wichtig. Und zwar das Schatzi. Wollen wir jetzt hier senkrecht hinpacken? Es muss unter den Bereich hier oben, also hier drunter. Und es muss unter die. Das heißt, der Mechanismus funktioniert dann, wenn ihr das hier runterschiebt. Und ihr schiebt es hier wirklich fast dran. Da darf auch wieder ein Millimeterchen über sein. Und diese Kante hier oben muss hier weiter verfolgt werden. Das heißt, es muss parallel und nicht höher sein als dieses mittlere Element. Also diese und diese parallel. Das ist wichtig. So, check. Das Ding kommt hoch. Okay, wenn ich das jetzt checke, dann rutscht das wahrscheinlich, weil ich in der Kleber noch nicht ganz trocken ist. So, es kommt hoch und ihr seht, es rutscht. Es muss ein bisschen über den Bereich rutschen. Schwupps, und das tut es. Check. Das erste. So, jetzt kommt der zweite Streich und der funktioniert eigentlich genauso, nur dass man sich jetzt auf die untere Kante fokussiert und die untere Kante hier die parallele Rolle spielt. So, wieder die Senkrechte genommen. Unter den hier, ne? Richtig, unter den hier und unter die anderen auch. Und jetzt muss diese Kante und diese parallel sein. Das heißt parallel, also die Verlängerung. Diese hier muss die Verlängerung dieser Kante sein. Drücken wir ein bisschen das an. So. Ja, zu Anfang knackt und knirscht der Mechanismus ein bisschen, wenn er noch nicht eingelaufen ist. Wenn ihr, bevor die Karte verschenkt, macht die ein paar Mal auf und zu. So. Läuft bei uns. Nun kommen wir zu den letzten beiden. Und hier manchmal mal den Teil einnehmen, wir sehen hier unten. Ihr seht diesen Schnipsel hier rausgucken. Jerry, jammer doch nicht so. Wenn du mir erzählen könntest, was. Ich muss jetzt einmal entscheiden, was nach oben, was nach unten kommt. Das hier wollte ich unten haben, ne? Ja, wollte ich. Nun ist der Spaß so. Wir müssen unter diese Kante. Aber der Mechanismus dreht über diese Kante. Das heißt, es muss Luft bleiben. Also ihr macht es so, dass hier quasi der Schnipsel nicht mehr zu sehen ist. Also ihr geht komplett über den Schnipsel. Hier, die Ecke darf ein bisschen rausgucken. Aber ihr könnt es nicht, dürft es nicht komplett dahinter verbergen. Ich zeige euch auch warum. Das Ding kommt hoch und dreht hier
drehe das über die Kante. Schwupps. So, jetzt sieht man, dass hier ein bisschen was rausguckt von der Karte. Das heißt, ihr könnt sie natürlich größer wählen. Also die Karte im Hintergrund ist wurschtpiep egal. Hauptsache, sie ist höher als 14. Das ist das Wichtige. Die Breite ist egal. Ich will es in George einkleben, von daher ist mir die Breite jetzt auch wirklich, wirklich wurscht. So, wieder sichtbaren Schnipsel. Einbalsamiert. Und hier das gleiche Spiel. Es verschwindet hinter dieser Ecke, verdeckt den Schnipsel, lässt aber Platz, dass es hier noch drüber drehen kann. Das heißt, gerade den Schnipsel verdeckt. Na, sieht man den noch? Ne. So ein bisschen angedrückt. So. Gucken wir mal. Ihr seht, es geht wieder über die Kante. Und es funktioniert. I like. Okay, wenn man sich das jetzt hier von der Seite anguckt, solltet ihr auf jeden Fall 26 nehmen, also 13er Kartenbreite mindestens, damit das da drin verschwindet. Oder nehmt 28 breit, 15 hoch oder 16 hoch, geht auch. So. So funktioniert der Spaß. Und jetzt macht ihr das 20.000 Mal auf und zu. Nein, bevor ihr es verschenkt, solltet ihr es wirklich ein paar Mal auf und zu machen, dass es geschmeidig läuft. So, das Herzchen möchte bei George einziehen. Ich habe jetzt hier noch so ein paar Sprüche aus dem Papierset. Bei diesem Papierset ist sehr schade, dass da die meisten Sprüche tatsächlich Englisch sind. Also an sich habe ich keinen Stress mit Englisch. Nur Englisch. Gott, ich rede, es ist spät am Abend. Also die wenigsten Sprüche sind Englisch. So. Die meisten sind Spanisch. Also mit Englisch habe ich keinen Stress, das ist so. Nur kann ich kein Spanisch. Dementsprechend finde ich das ein bisschen ärgerlich, dass da wirklich diese vier, die ich hier rausgesucht habe, die sind. Die sind die auf Englisch sind. Ich muss gerade denken und sprechen gleichzeitig. Das ist ziemlich schwierig, habt ihr gemerkt, ne? Ich weiß nicht, ich bin nicht so richtig zufrieden mit der Ausbeute hier. Hier. So kann man das machen. Was mache ich mit Natural Wipes? Wipes? Ich könnte das teilen. Ich könnte das da so drunter stecken und da so drunter stecken. Das ist eigentlich eine coole Idee. Wisst ihr, dass das da so verschwindet? Muss ja auch ein bisschen hübsch sein, ne? Das ist jetzt nicht mehr Teil des Kartenmechanismus, das ist jetzt nur noch hübsch. Also in meinen Augen hübsch. Wir sind bei 49 Minuten. Ja, also ihr rechnet damit ein, dass ihr Zeit brauchen werdet, um euer Material zurechtzuschneiden. Und hier diese Vorbereitungsarbeit, dass ich die Sachen aufgeklebt habe, dauert natürlich auch noch ein bisschen. Von daher werdet ihr wahrscheinlich mit 50 Minuten nicht unbedingt hinkommen, das hier zu basteln. Ihr müsst nicht so viel sabbeln wie ich dabei. Ist klar. Nur allein diesen ganzen kleinen Scheiß hier zusammen zu schnipseln, das hat schon ein bisschen was gedauert. Achtmal die Karten. Achtmal die Streifen. Ihr wisst Bescheid. Ja, da gefällt mir das. Natural Wipes. Wipes, nicht Wipes. Wipes ist was anderes.
Auf jeden Fall befinden wir uns auf der Zielgeraden. Das ist gleich fertig. Ich werde es allerdings auch mit euch gemeinsam gleich noch an George einbinden, einkleben. George ist schon ganz happy, dass er hier so viele neue Sachen bekommt. Wenn Dani und ich noch die Kurve kriegen mit dem Live-Basteln, was wäre das ein Traum? Dann hat George richtig was zu tun. So. Das hier ist ja quasi das Präludium fürs Live-Basteln. Nein, Spaß beiseite. Ich habe tatsächlich überlegt, ob wir diese Karte hier auch im Live basteln können. Wobei, ihr merkt ja schon teilweise, wie ich jetzt, obwohl ich die heute irgendwie, weiß nicht, 5-mal in verschiedenen Größen gemacht habe, dass ich hier schon so ein bisschen ins Sprechschleudern komme. Wenn man dann im Live-Basteln ist und sich dennoch unterhält, also jetzt ist die Unterhaltung recht einseitig, liegt nicht an euch, nur wenn ich dann mich mit Dani unterhalte und dann noch hier am Rumbasteln bin, das ist schwierig. Nennen wir es mal vorsichtig schwierig. So, ich möchte das hier, glaube ich, gerne parallel, also so hinsetzen, ja. Das gefällt mir auch. Ja, deswegen also habe ich diese Karte hier in Anführungszeichen aussortiert von unseren Ideen fürs Live-Basteln. Wo wir schon unsere Ideen-Journals füllen werden, allerdings mit Sachen, bei denen man sich nebenbei noch unterhalten kann. Auch mal fragen, hey, wie machst du denn das und welche Farbe würdest du denn jetzt nehmen? Und so. Wenn ich mich jetzt noch mit einem wirklichen ernstzunehmenden Gespräch hier umschlagen würde, im positiven Sinne, ne? Also ich quatsche gerne mit Dani, aber ne? Man sagt ja immer, was alles vorm Aber steht, das kannst du streichen. Nein, in dem Fall nicht. Ich unterhalte mich sehr gerne mit Dani. Nur wenn ich sowas Schwieriges mache hier, sowas, wo man nachdenken muss, in welcher Reihenfolge man was macht, dass man das nicht vermurkst, dann wird es schwierig, ein ernstzunehmendes Gespräch zu führen. Mann, ist die schön geworden. Da wird sich der George aber freuen. Dann werde ich mal den George holen und dann geht's hier gleich weiter. Nun mache ich aber einen Videocut, weil ich euch die ja natürlich jetzt gleich nochmal fürs Intro zeigen möchte. Na, supi, jetzt seht ihr mein ganzen Ausmaß von meinem schmutzigen Schreibtisch mit dem ganzen Krempel drauf. Ole, ole. Ich werde einmal den Pinsel wechseln, weil ich jetzt ein bisschen breiteren Pinsel brauche. Schwupps. So. Ah, der Pinsel ist zu nass. Ich drücke ihn gerade auf dem Papier aus. Das könnt ihr nicht sehen. So, George. Hier haben wir unseren George. Ihr seht ihn. Jetzt kann ich gar nicht mehr auf mein Handy gucken, wo wir gerade sind im Bild. Egal. Schwupps, Karte weg. Ich habe mir eine Karte reingelegt. Entschuldigung, ich musste ein bisschen niesen. Es kommt davon, wenn man staubigen Staub fegt. Ich habe mir meine Karte reingelegt, an welcher Stelle ich das machen möchte. Weil ich nämlich ganz gerne... Oh, die Karte ist doch geil, oder? Die habe ich von meiner liebsten Sonja bekommen. So, bin ich noch im richtigen Bildausschnitt? Jo. Ich möchte gerne einfach, wollte ich hier so was Grungiges als Untergrund haben. Wenn ihr auf die Idee kommt, diesen Mechanismus direkt auf Buchseiten zu machen, lasst das bleiben. Ihr braucht eine starke Karte, die auf und zu macht. Wenn diese starke Karte... Terry, nicht dein Ernst. Geh mal von meinen Schablonen runter. Du kannst dich überall hinlegen. Es sind überall schöne Plätze für Katzen. Aber bitte doch nicht auf meinem Schablonenordner, der offen ist und Schablonen drauf liegen. Ja, mau. So, also im Endeffekt, ihr braucht Blätter, die man aufblättern kann. So, das heißt, wenn wir hier den George reinkleben, ich überlege gerade, ob wir das so machen, dass man den einseitig einklebt und dann öffnet, weil ich überlege mir gerade, ja, so.
Tolle Überlegung, ne, Leute? Wie würdet ihr denn das machen? Stelle ich mich gerade ein bisschen dusselig an oder nicht? Also wenn ich jetzt die Seite umblätter, zerreiße ich sie mir, wenn ich sie hier festgeklebt habe. Wenn ich jetzt die Seite umblätter, dann sehe ich das so. Kann zugreifen und aufmachen. Eigentlich viel besser, ne? Gut, es ist entschieden. Es wird einseitig geöffnet, also einseitig festgeklebt. Allerdings muss ich danach noch irgendwas Schönes hier für die Karte finden. Das mache ich aber nicht mehr heute Abend. Da werdet ihr euch ein bisschen gedulden und euch dann von mir überraschen lassen, was ich denn da noch draufgeklebt habe. Aber das muss ich nämlich auch erstmal suchen. Ich habe nämlich gerade alles vorbereitet und danach alles schön weggeräumt, damit es mir nicht hier im Wege rumliegt. Das heißt, es ist jetzt wieder mein Papierschrank. Ja, da gehört es ja auch hin, wenn man nicht hinterher feststellt, man braucht es irgendwie doch. Ja, ich weiß, ich höre jetzt Dani im Ohr klingeln. Mach doch nicht alles, du kannst auch dahinter noch eine Pocket machen. Hast du recht. Hast du recht, aber ich mache jetzt alles und will da keine Pocket machen. Eine Pocket später. Vielleicht mache ich eine Pocket oben drauf mit den beiden. Oh, ich habe Ideen. Danke, Dani. Siehst du, selbst in Abwesenheit, wenn wir gerade gar nicht quatschen, komme ich drauf, was du jetzt sagen könntest. Weil ich habe ja noch mehr von diesen Karten, von diesem Forest-Papier. Ich mag das Papier echt gerne. Und auf jeden Fall habe ich da verschiedene Karten noch schon fertig ausgeschnitten. Und da könnte man tatsächlich auf diesen Klappmechanismus ja noch ein oder zwei Pockets draufsetzen. Mit den vorbereiteten Karten. Die sind ja schon da. Das ist doch eigentlich eine ganz geile Idee, oder? Mal gucken. Mal gucken, wenn ich das morgen sogar noch mache, bevor das Video rauskommt, dann blende ich euch hier gleich nochmal ein Foto ein. Und ja, wenn da Pockets dran sind, das ist die Hommage an Dani. Auf jeden Fall muss ich die Seite nochmal distressen, fällt mir gerade auf. Natürlich nach dem Aufkleben, das ist klar, ne? Terrorcat unterm Schreibtisch. So, ihr Lieben. Ich gucke jetzt nochmal auf den Bildausschnitt. Jo, das ist das doch tippitoppi. Ja, es wälzt sich jetzt noch ein bisschen. Das muss ich erstmal platt liegen. Überhaupt kein Thema. Ich bin zufrieden. Das macht Spaß. Diese Karte zu basteln macht wirklich Spaß. Ja. Ich weiß, Ulrike, du haderst gerade mal so ein bisschen. Oh, das könnte so schwierig werden. Ey, du hast ein viel, viel schwierigeres Buch oder Heft gemacht, was ich hier gekriegt habe von dir. Das ist der Knaller. Das kann ich noch nicht. Das hier kann ich. Und das habe ich hoffentlich auch so erklärt, dass das jeder von euch halbwegs bastelbegabten Menschen oder auch sehr bastelbegabten Menschen locker nachbasteln kann. Wichtig ist, nehmt euch meine Tipps zu Herzen. Ne? Achtet hier auf die Kante vor allen Dingen. Die Kante. Achtet drauf, dass das hier unterhalb der ganzen Sachen ist. Und dass ihr in der Mitte hier so ein Fingernagelbreit Platz habt. Dann kann da überhaupt nichts passieren. Ja. So, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe auch, dass es euch inspiriert, sowas mal nachzubasteln. Würde mich total freuen. Vielleicht mögt ihr ja mal, mir mal bei Facebook schreiben oder so. Oder bei Insta. Und mir mal eure Werke zeigen. Würde mich total freuen. Davon werde ich auch ein Foto machen und bei Insta einstellen und bei Facebook auch. Mit dem Link hier zu diesem Video. Aber ihr seht es ja gerade. Also dementsprechend wisst ihr ja, wo ihr es gefunden habt. Ja, damit entlasse ich euch für diesen, ja, für mich Abend, für euch, weiß ich nicht, wann ihr es guckt. Und habt Spaß, bastelt was Feines. Und ich hoffe, dass ich euch bald wieder hier in diesem Video sehe und ja, was Schönes Neues mit euch anstellen kann. Bis dahin, gehabt euch wohl und bis demnächst in diesem Kino.